Es geht weiter, Freunde, mit Silver Chains. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, den Faden finden. Der hat ja abgespeichert, aber nicht da, wo ich gedacht hätte, dass er da abgespeichert hat. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt nochmal irgendwas erledigen muss. Nö, das hatten wir schon. Und was haben wir denn hier noch? Ich muss nochmal ganz nach hinten. Das ist auch blöd gemacht. Muss man jedes Ding nochmal hier durchblättern. Alle Dienstmitglieder nochmal sagen, die ihr Leben. Um ihr Leben gekündigt. Ich kann ihnen keine Vorwürfe machen. Ich würde auch weglaufen, wenn ich könnte, aber was getan ist, ist getan. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann nicht schlafen. Ich höre sie die ganze Zeit reden und lachen. Dieses teuflische Kichern. Es macht mich wahnsinnig. Ich weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das halt zu beenden. Das ist mein erst, nee, mein letzter Eintrag. Ja, und das war's schon. Dass diese Haushälterin die Hexe ist, das wissen wir mittlerweile. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Also, da ist noch ein Schloss mit Zahlen. Mit römischen Zahlen. Ah, stimmt. Stimmt ja. Ich glaube, die Kombination stand an der Wand da unten. Meine Tochter benimmt sich in letzter Zeit eigenartig. Sie rennt ständig in ihrem Zimmer und spielt mit der Puppe. Ah, das habe ich schon gehört. Das haben wir schon gelesen. Das habe ich Had nun. a sister, but I guess she's not alive anymore. Jetzt hat er es aber wieder aufgehoben. Das haben wir doch schon. Ja. Dann nehme ich mal an. Müssen das jetzt nochmal spielen. Das ist immer blöd, ey. Ich weiß nicht, dieser verdammte Speicherpunkt ist. Ich gehe nochmal runter zur Puppe. Oder in das Zimmer, wo also mein Vater ist. Ich glaube, ganz unten ist das. Nee, oder? War das ganz unten? Nee, war nicht ganz unten. War hier. So. Müssen wir mit dem nochmal reden? Ja. Sie werden alles tun, um dich aufzuhalten. Du musst den Bann brechen. Ansonsten musst du für immer hier bleiben, so wie ich es tue. Who are they? Deine Familie, der Fluch zerrt seit vielen Jahren an uns. Das hat uns verändert. Manchmal sind wir nicht wir selbst. Jetzt haben wir diesen Schlüssel wieder bekommen. Finde 5 rituelle Zeichnungen, zerstöre sie. Ja, okay, jetzt. Wieso hat er da oben im Zimmer abgespeichert? Das verstehe ich nicht. Das ist doch ein wichtiger Punkt hier. Ich dachte, hier jetzt würde es jetzt weitergehen. Okay, dann geht's nach unten. Ich vermute aber, dass diese Hexe auch da unten ist, Alter. Erster Stock. War hier irgendwo ein Zimmer, wo zugeschlossen war? Wo geht's denn hier in den Schrank, Alter? Wenn ich mich wieder verstecken muss, habe ich hier keinen Schrank, keine Möglichkeit, mich zu verstecken, Alter. What the fuck, man? Ah, hier, okay. Im ersten Stock. Vielleicht nicht dieser Abschnitt.
Hier war. Ah, okay, das ist Holz. Hier war doch das mit dem Puppenteil. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite hier. Aber hier ist alles verbarrikadiert. Das heißt also, ich muss da die Treppe wieder hoch. Und irgendwie das von der anderen Seite probieren hier. So, hier geht's irgendwie nach unten. Da müsste noch eine Treppe sein. Habe ich Schritte gehört? Aber der Vater hat gesagt, die versuchen alles, dich aufzuhalten. Verstehe ich nicht ganz. Ist das nicht die Hexe? Ist das vielleicht die Mutter und die Kinder? Ne, die Kinder wollten noch, dass ich. Die haben mir noch selbst geholfen, die Kinder. Hm. Oh, die haben ja schon was. Verdammt. Ein. Find the picture of the sun. Finde die Sonne, finde die Sonne, finde die Sonne in der Bibliothek. Die Sonne. Aha. Ach, toll, Alter. Guck mal einer. Okay. Was ist das hier? Hier ist die Sonne. Oh shit. Kopf und Würmer? Maden? Komisch. So, die Sonne habe ich gefunden und weiter. Was habe ich da aufgehoben? Was war das? Vielleicht hätte ich das nicht aufheben dürfen. Keine Ahnung. Was hat der. Was hat die jetzt eigentlich aufgehoben hier? Oder er? Aufziehschlüssel. Für die Spieluhr. Getrocknetes Akonit. Das zählt zu den Hexenpflanzen. Aha. Spieluhr. Welche Spieluhr? Ich kenne nur die Spieluhr, die oben war. Also das mit dem Licht da. Das Rätsel mit dem Licht. Komisch. Und das war's jetzt? Okay. Das Geräusch hat mir trotzdem nicht gefallen. Spieluhr. Na toll. War das das Kästchen vielleicht, das ich versucht habe zu öffnen, wo er gesagt hat, ich brauche einen Schlüssel dafür? Kann das sein?
There's something missing here. Alter, ich kann mir nicht die ganzen Orte merken hier, wo etwas liegt oder gelegen hat. Mist, Alter. Das ist keine Spieluhr. Wo war das Kästchen, ey? Scheiße. Ist da drüben vielleicht? Verdammt. Ich hasse das, wenn es die ganze Zeit so leise ist. Und dann plötzlich passiert was. War hier eine Spieluhr? Nee. Da war kein Kästchen, also nochmal zurück. Wo war dieses blöde Kästchen, ey?
drüben waren wir schon. Keine Hinweise. Oh, der ist weg. Die Puppe ist verschwunden. Wie kann das sein? Ich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Ich habe einen Schlüssel in der Bibliothek gefunden. Ja, das ist wieder so schnell gewesen, Alter. Toll. Ja, auf jeden Fall ist die Puppe weg. Soweit ich mich erinnern kann, war ich doch jetzt schon überall. Außer bei mir im Zimmer. Also, ach genau, mein Kinderzimmer, da war doch diese Schatulle. Bin ich mal gespannt, ey, was jetzt dieser Schatulle ist hier. Ja, danke schön. Aber ich wusste, dass hier nichts passiert, weil so schnell kann ich gar nicht abhauen. Jo, Schluck Tee trinken. Vorhin Sport gemacht, ey. Schon wieder heißer. So, hier ist die Schatulle. Ich mach hier mal zu. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht ist da der Code drin für das Zahlenschloss oben. Sind vier Knöpfe, könnte es sein. Vier Knöpfe. Was weh? Mann. WASD. Muss mir das merken. Was haben wir jetzt hier? Oh shit. Rein mit dir, Mann! Lammarsch! Boah, ich hab jetzt... Toll, was jetzt? Was ist das jetzt, Alter? Sie hat mich erwischt. Hätte ich mich vielleicht nicht verstecken dürfen oder die Türen machen alle zu. Na toll, okay. Sag mir nicht, dass das schon wieder so ein Ende ist, wo man nicht gewinnen kann. Ein Baum, toll. Wo geht's hin? Es ist alles vorbei. Nach dem gestrigen Schrecken wurde ich durch einen Albtraum aus dem Schlaf gerissen. Ich bin sofort aufgestanden, um nach den Kindern zu sehen. Doch ich wünschte, ich wäre niemals aufgewacht. Tamsin stand im Kinderzimmer und murmelte etwas vor sich hin.
Meine geliebten Kinder lagen leblos und blutüberströmt in der Mitte des Raumes. Diese Hexe hatte gehört, dass ich den Raum betreten habe und stürzte sich auf mich. Sie fing an zu weinen und schrie mich an, dass das alles meine Schuld sei. Als sie meine Schreie hörte, kamen die Dienstmädchen ins Zimmer und zogen Tamsin von mir weg. Sie war außer sich, ihr Gesicht war von Wut und Hass gezeichnet und dabei starrte sie mich an. Sie behauptete wieder und wieder, ich hätte meine eigenen Kinder getötet. Sie hatte den Verstand verloren. Ich sah meine Kinder an und die Wut überkam mich. Sie hatte meine Kinder getötet und dafür sollte sie bezahlen. Ich wollte, dass sie mein Leid spürt und sollte am eigenen Leib erfahren, welchen Schmerz eine Mutter ertragen muss, die ihre Kinder verloren hat. Aber eins der Dienstmädchen hat mich hintergangen und half dem Sprössling der Hexe dabei, davonzulaufen. Später haben wir Tamsin dann im Hinterhof erhängt. So. Harold, Ellie, Timmy, ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz noch länger tragen soll. Sprössling der Hexe, war ich der Sohn von der Hexe oder was? Und jetzt? I remember that's my mother's name. Oh. But she couldn't do it. I don't want to believe it. Oh, Scheiße. Guck mal, die Hexe. Sie wurde aufgehangen, okay. Peter, mein geliebter Sohn, ich habe sehr wenig Zeit. Wahrscheinlich werde ich nicht sehen, wie du aufwächst. Bitte verzeih mir, ich habe versucht, es besser zu machen. Ich habe es um der anderen Willen versucht. Doch letztendlich wird mein eigener Sohn ohne seine Mutter zurückgelassen. Ich habe Meredith gesagt, dass sie dich von diesem verdammten Ort wegbringen soll. Ich hoffe, dass der Fluch dieser Puppe an dir vorbeigegangen ist. Alles ist so schnell passiert, so plötzlich. Ich hoffe, dass Meredith es geschafft hat, dir meinen Anhänger zu geben. Ich habe ja den Anhänger gefunden, ja. Er soll dich vor dem Fluch schützen. Ich habe nicht viel Zeit. Hoffentlich wirst du durch das Schicksal von allem Unglück bewahrt. Aha. Okay. Alter. Was ist mit dem Schloss, was da oben noch war? Mit den vier Zahlen? Konnte ich gar nicht öffnen. Oh. Geht's weiter? My mother tried to protect this family. Oh, es geht weiter. But who killed Ellie and Timmy? Meine Vision, bla bla bla. Okay, alles klar. Ja. War wieder zu schnell. Okay. Okay, Leute. Geht das Spiel doch weiter. Aber jetzt muss ich rausfinden, wer der wahre Mörder ist von den Kindern. Meine Mutter scheint es ja nicht gewesen zu sein. Vielleicht war es doch die Mutter der Kinder hier. Aber, jo, ich würde sagen, ich würde es jetzt beenden. Es ist abgespeichert und mal gucken, ob die Tür aufgeht. Ja, okay, das werden wir dann im nächsten Teil rausfinden. Ich dachte schon, das wäre ein komisches Ende, aber das Spiel geht weiter. Tatsächlich. Wahrscheinlich müssen wir die Tür dann oben auch doch noch aufmachen. Jo, dann freue ich mich schon. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.